Hallo und willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial. Heute geht es um den Reverb. Legen wir los. So, das ist der Reverb. Und ich habe mal ein kleines Instrument vorbereitet. Das ist eine Harfe oder sowas in der Richtung. Die hört sich so an ohne das Reverb. So, und mit dem Reverb, wo ich alles runtergedreht habe, also quasi der minimalste Reverb, den man sich vorstellen kann, hört sich das so an. So, gehen wir aber jetzt erstmal hier auf den Reverb. Der Reverb hat unterschiedliche Sektionen. Und zwar, es gibt einmal den Early Reverb, das sind die frühen Reflexionen. Dann gibt es den Late Reverb. Das sind die späten Reflexionen. Dann gibt es Tank und Wet. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Die Width ist die Stereobreite. Und der Mix ist wieder das Dry-Wet-Signal, also sprich Originalsignal und reines Effektsignal. So, gehen wir erstmal auf die frühen Reflexionen, auf die Early Reflections. Hier kann ich auswählen, ob ich einen normalen Raum oder eine Halle haben will. Normaler Raum klingt so. Und eine Halle klingt so. So, gehen wir wieder zurück auf den Raum. Den Raum kann ich jetzt noch in der Größe variieren von 50% bis zu 200%. Das hört sich dann wieder so an. Ich fange bei 50% an. Das Ganze nochmal bei einer Halle, wieder bei 50%, legen wir los. Und bei 200%. Ich nehme hier immer so ein bisschen Extrembeispiele, damit man das einfach besser hört. So, das Pre-Delay. Das Pre-Delay definiert die Zeit, wie lange ein von einer Wand reflektiertes Audiosignal, also das Originalsignal, braucht, um nach dem Originalsignal einzutreffen. Ne? Also das ist die Reflexion, Originalsignal spielt, trifft auf eine Wand, wird zurückreflektiert und hier kann man eingeben, wie lange das dann braucht. Ich lasse das jetzt einfach mal bei Raum und 50%, also kleiner Raum. So klingt das mit einem normalen, minimalen Pre-Delay. Und mache ich das jetzt mal auf 100 Millisekunden hoch. So, im Endeffekt klingt das alles so ein bisschen wie ein Hall, Entschuldigung, wie ein Echo. Und im Endeffekt ist ein Hall eigentlich auch ein Echo, nur wesentlich komplexer. Und die Komplexität kommt hier unten mit ins Spiel, das ist die Diffusion. Die Diffusion ist ungefähr sowas, habe ich jetzt hier auf gar keine Diffusion, das heißt, ich schicke ein Audiosignal gegen eine Wand. Und die Wand echot mir das zurück. Ich mache das mal mit einem großen Pre-Delay. Das heißt, ich kriege quasi ein Echo zurück. Das ist eine ganz glatte Wand, auf die das Signal trifft. So, habe ich jetzt aber eine Wand, die zerklüftet ist und nicht gerade und krumm an allen Stellen, dann ist das so, dass das Audiosignal, stellen wir uns einfach vor, das ist wie so eine Fläche, die auf eine andere Fläche trifft und dann als Fläche zurückgeworfen wird. So, aber ist diese Fläche, auf die das Signal trifft, einfach zerklüftet und schief und krumm und überhaupt, wird das Signal in verschiedene Richtungen zurückgestrahlt. Und dann kommt nur noch ein Teil von dem Originalsignal an
in verschiedenen Variationen und verschiedenen Laufzeiten. Das heißt, das ist wie so eine Explosion des Signals, das sich überall hin zerstreut. Wenn ich jetzt nochmal das Signal so anhöre mit diesem Pre-Delay von 100 Millisekunden, hört sich das so an. Und mit diesem explodierten, zerstreuten Signal maximal hört sich das so an. Je weiter ich in der Diffusion runtergehe, also gar keine, desto klarer wird das Signal, was zurückkommt. Je höher ich gehe, desto vernebelter, explodierter wird das Ganze. Ich erhöhe jetzt mal den Raum um maximal. Gehe mal mit der Diffusion runter und vielleicht auch mit dem Pre-Delay. So, machen wir wieder runter hier. Das ist mehr so ein Echo. Und der Diffusion macht quasi einen Hall daraus. Ein Pre-Delay raus. Brauche ein bisschen länger, bis es ankommt. Ich mache den Raum mal ganz klein wieder. Pre-Delay raus. Diffusion. Da ist das Echo. Und hier wird das Echo quasi zernebelt, verstreut. So, das ist die Early Reflection, also die frühen Reflexionen. Jetzt haben wir hier die Late Reflexionen, also die späten Reflexionen. Diese ganze Sektion wird ähnlich wie so ein Dry-Wet-Schalter mit dazu gemischt durch den Late-Mix. Das heißt, die ganze Zeit haben wir jetzt überhaupt nichts von einem Late-Signal gehört. Ich stelle den Anfang mal wieder auf, naja, machen wir einen Hall schon draus. Und ich habe jetzt hier im Prinzip nochmal so was Ähnliches wie das Diffusion, das Build-Up. Das heißt, wie sich das verteilt auch. Dann habe ich hier den großen Schalter, die Reverb Time, das heißt, wie lange der Hall braucht, um abzuklingen. Hier den Late Mix nochmal, den kann ich hochnehmen, hochschalten. Und ich habe hier noch sowas wie so einen Filter mit einem, ich würde sagen, mit so einem Resonanz, wie so ein Resonanzfilter vielleicht. Das wird gleich deutlich, wenn man das so ein bisschen hört. Das heißt, ich habe jetzt. Mache hier nochmal den Late Mix runter. Wenn ich hier was spiele, hört sich das so an. Und jetzt drehe ich den Late Mix mal komplett auf. Das heißt, ich habe jetzt nachfolgende weitere, einen weiteren Hall. So, und der Build-Up ist jetzt auch eher so eingestellt, dass er relativ klar ist, wenn ich den jetzt komplett aufdrehe, dann hört man schön, wie sich das zerstreut, wie, so wie wenn der Schall weg explodiert. Statt ein, oder ich nenne es jetzt mal ein Signal, sind mehrere Echos quasi. Und die Echos werden jetzt hier völlig zerstreut. So, wer mitzählt, kann jetzt sehen, 1,55 Sekunden dauert es, bis das Signal quasi verschwindet. Das kann ich bis zu knapp 32 Sekunden. Das geht richtig, richtig lange. Will aber eigentlich keiner. Mach es mal so auf knapp 2 Sekunden. So, diese Resonanzfilter nenne ich sie jetzt einfach mal.
Kann man jetzt einstellen, welcher Bereich des Signals, ist wie so ein Bandfilter, welcher Bereich des Signals eher reflektiert werden. Das heißt, ich kann die relativ nah beieinander stellen. Ich habe hier unten zum Beispiel so einen Bereich, der relativ ausschlägt, und ich kann jetzt diesen Bereich verstärken, indem ich, dass ich den Filter hochdrehe. Mit einem Kopfhörer hört man jetzt auf jeden Fall, dass hier die tiefen Frequenzen, die hallen immer noch so ein bisschen nach, dass die verstärkt werden. So, wenn ich das runterdrehe, werden die natürlich vermindert, abgeschwächt. Also hiermit kann ich bestimmen, welche Frequenzen in den Hall besonders hervorheben. Wenn ich jetzt in den höheren Bereich gehe und sehe, aha, da ist hier so ungefähr ein bisschen zurück, ist so ein kleiner Nüpsi, und verstärke den jetzt hier einfach mal. Hört man schön, dass der weiterhin verstärkt wird. Relativ zu dem Signal hier wird er einfach länger gehalten. Wenn ich das jetzt also ja, so 4-5 Sekunden gehe, ist das das Signal. Nach rechts davon haben wir noch einen. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, der war besonders lange. Das wird dann verstärkt, und das gleiche kann ich dann machen, indem dass ich es abschwäche. Das geht relativ schnell runter im Gegensatz zu den anderen. So. Und wie gesagt, bei dem Late Mix kann ich halt bestimmen, wie stark dieser ganze Bereich, diese späten Reflexionen, also die Late Reflections, wie stark die in meinen Hall mit reinspielen. So, wenn ich hier nochmal den Bild abnehme. Oder die Diffusion mal rausnehme. Das hört man jetzt nur ganz schlecht. Ich mache jetzt den Raum etwas größer, mal Late aus. Und vielleicht ein Pre-Delay auf, also circa 50. Die Diffusion. Okay, den Late Mix rein. Oder ich mache den mal ganz rein. So, kein Build-Up im Late. Jetzt mache ich vollen Build-Up im Late. Man hört von den Early Reflections, wie das noch ein relativ klares Signal ist. Und dann in den späten Reflexionen dann schön zerstreut wird. So wäre es ein ganz klares Signal und so zerstreut. Jetzt nehme ich hier Diffusion rein. Man hört in in den späten Reflexionen, in dem Late, dass da schon so ein zerstreutes Signal ankommt. Wenn ich das rausnehme wieder, dann habe ich relativ klare Echos drin, sage ich jetzt mal so. Um das Ganze nochmal zu verkomplizieren oder weiter zu erklären, gibt es noch diesen Tank FX. Dieser Tank FX, da kann man Effekte reinladen, die ausschließlich die späten Reflexionen bearbeiten.
Das heißt, ich kann getrennt von den frühen Reflexionen die späten Reflexionen bearbeiten. Ich habe mal da was reingetan, nämlich einen Delay. Und in das Delay habe ich noch ein Envelope Follow reingemacht und eine Sidechain, damit der Effekt noch mal heftiger wird. Mal nochmal aus. Der Late Mix an mit dem Build Up. Wir machen jetzt mal ein bisschen Diffusion hier. Jetzt das Display, das Delay. Und jedes Mal, wenn ich eine Taste anschlage, sieht man an dem Mix-Knopf und an dem Feedback-Knopf, die werden durch den Envelope-Follower und das Sidechain gesteuert. Jedes Mal, wenn das Originalsignal kommt, werden diese Late Reflections zurückgefahren. Das heißt einerseits im Mix und im Feedback an sich von dem Delay. Das Ganze würde so klingen, wenn ich das einfach in das Wett reinpacke. Mal das hier ausmachen. So. Das heißt, in das gesamte Signal von dem Hall würde es sich so anhören. Dagegen im Tank, also nein, im Späten. Oder wenn ich es ganz zum Schluss auf das gesamte Signal anwenden würde. Und wieder in das Tank rein. So, bei dem Wet hatte ich noch einen Pitch-Shifter, da kann man nämlich auch schöne Sachen machen, wenn man den Hall noch mal so ein bisschen verändern will. Habe hier noch einen Four-Stage-Modulator eingebaut. Das heißt, jedes Mal, wenn ich was anschlage, wird der Hall neu getriggert und verläuft nach dieser Linie. Kann ich natürlich noch ein bisschen anders anpassen. Und wenn ich den Mix noch ein bisschen hier anpasse, kommt auch das Originalsignal wieder besser durch. Und nur der Reverb wird verändert. So, das war schon komplett über den Reverb. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.